Meine Liebe fürs Eishockey war zu groß, um sie einfach loszulassen. So begann ich Nachwuchsspiele am Wochenende zu pfeifen, um mein Taschengeld etwas aufzubessern. Ich machte dann relativ schnell Karriere als Linesman und wurde danach Handschiedsrichter. Marcus ist am Telefon. Er denkt sich, was passiert, wenn ich nun sage, es ist kein Tor? Gehen die auf mich los? Werden die Sachen werfen? Nach dem Video-Review wurde festgestellt, dass der Puck die Torlinie überquert hat. Daraus wurde aus dem besten Hobby mein Job. Das Tolle an diesem Job ist, dass alle in dieselbe Richtung gehen. Wir wollen nicht im Mittelpunkt des Spieles stehen. Wir helfen dem Spiel, sich zu einem tollen Erlebnis zu entwickeln. Es ist klar, dass es schon immer mein Traum war, eines Tages Spiele der National League A zu leiten. Für mich ist es jetzt wichtig, den Anschluss nicht zu verpassen, viel zu lernen und immer besser zu werden. Es ist immer eine Ehre für uns Erfahrenen, die neue Generation in das Spiel einzuführen und zu begleiten. Du vertraust deinem Instinkt, du vertraust deiner Erfahrung und du weißt, wenn du bei jedem Spiel dein Bestes gibst, wirst du da draußen Erfolg haben. Dann kannst du dich auch im Spiegel betrachten und dir selbst sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Okay, Guys, heute ist ein wichtiges Spiel. Findet euch so schnell wie möglich. Bleibt ruhig. Falls etwas vorfallen sollte, dann kommt zusammen als Team. Ich wünsche euch ein gutes Spiel. Arbeitet hart. Habt Spaß. Ich bin momentan der jüngste Schiedsrichter in der National League A. Und so ist klar, dass manchmal durch den Stress vor dem Spiel ein etwas mulmiges Gefühl im Magen aufkommt. Für mich ist die National League A immer noch etwas ganz Spezielles, mit allem drumherum. Die Zuschauer, die an die Spiele kommen, das Fernsehen, die Journalisten, alle beobachten dich, achten darauf, was du machst, ob du einen Fehler begehst und kritisieren diesen. Ich bin sehr selbstkritisch. Es ist klar, dass beim ersten Mal, wenn man seinen eigenen Namen in der Zeitung liest, ein spezielles Gefühl aufkommt. Es dreht sich alles ums Teamwork, um das gegenseitige Vertrauen, aber auch darum zu wissen, wenn mein Partner etwas verpasst, dann bin ich da, um ihn zu unterstützen. Damit wir es zusammen schaffen, diese Gruppe auf das höchstmögliche Niveau zu bringen. Denn wenn einer fällt, dann fallen wir alle. Wir wollen ein gutes Eishockey bieten und zusammen können wir dies erreichen. Ich bin seit 30, 35 Jahren im Eishockey tätig. Ich habe niemals gedacht, dass ich einmal Schiedsrichter werde. Niemals. Dieser Sport gibt einem sehr viel. Aber man muss sich auch im Klaren sein, dass man auch etwas zurückgeben sollte. Es ist schade, dass ein Spieler nach seiner Karriere nichts mehr macht, seine Schlittschuhe an den Nagel hängt und zu Hause bleibt. Diese hatten ja auch als Spieler große Qualitäten, es so weit zu bringen. Also müsste es doch möglich sein, diese Qualitäten auch als Schiedsrichter anzuwenden. Das zu werden, ist ja auch eine schöne Herausforderung. So viele Erfahrungen, wenn man das über 20 Jahre mittlerweile gemacht hat. Es ist nicht nur der schwarze Böhlimann auf dem Eis, der Spielverderber, sondern es hat ganz viele Facetten, die vielleicht ein Zuschauer oder ein Spieler noch gar nicht so erkennen kann. Ich habe international viele Erfahrungen gemacht, ich konnte reisen in andere Länder. Und nicht zuletzt ist es sehr eine intensive Persönlichkeitsschulung. Also ich habe das gelernt, mit mir selber umzugehen. Ich habe gelernt, auch umzugehen mit diesen Situationen, die vielleicht ein bisschen tougher sind. Nicht gerade aufgeben, sondern eigentlich wieder aufstehen, in den nächsten Match hineingehen und versuchen, etwas besser zu machen. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir nicht da sind oder eines Abends die Schiedsrichter sagen, heute bleiben wir zu Hause, dann gibt es kein Spiel.
Wenn dir das Eishockey gefällt, du die Welt des Eishockey magst, würde es dir auch gefallen, Schiedsrichter zu sein und diese Emotionen zu spüren, die wir jeden zweiten Abend auf dem Eis erleben. Es ist es wirklich wert, diese Emotionen zu erfahren, denn sie sind fantastisch. Écoute-moi si je te dis reste là, c'est pour que vous n'ayez pas l'engagement dehors, ok? I'm giving you a warning. I don't want to see that anymore. You're done. Exactly what I talked to him about, okay? I gave him a heads up. What I do with passion is die Leidenschaft ist die Kommunikation. Die Leidenschaft ist die Mitstreiter zu kennen. Die Leidenschaft ist immer zu wissen, was zu tun ist, und zwar in jeder einzelnen Situation. Und das Tolle daran ist, dass du an jedem Spielabend etwas Neues lernen kannst. Du hast den besten Platz im Stadion und bist jeden Abend Teil des besten Sports dieser Welt. Eishockey. Jeder muss seinen Weg finden. Ich habe meinen gefunden, Schiedsrichter zu sein. Und ich liebe es.